herzlich willkommen zum letzten ARPA-Video aus Staffel 1, der Umbau. Die nächste Staffel wird dann wahrscheinlich die Reise heißen, schätze ich. Und es fehlen natürlich noch einige Sachen. Man denkt natürlich, wenn man die ARPA so sieht, dass die eigentlich noch komplett leer ist. Aber dem ist eigentlich gar nicht so, weil der Ausbau quasi steckbar ist. Und alles, was hier steht, bildet quasi diesen Ausbau. Und wie leicht das Ganze da reinzubauen ist, das zeige ich euch jetzt. Das ist richtig cool. Es hat alles so ein Boxenformat. Das ist mein Waschbecken, Stauraum, Kühlschrank. Habe ich natürlich auch alles unten in der Beschreibung verlinkt. Und das muss ich jetzt eigentlich einfach nur noch reinstellen. So, ich muss sagen, ich bin wirklich sehr überzeugt von diesem Konzept. Man kann ja sogar, wenn es so ein bisschen regnet, hier unter der Heckklappe stehen. Da hat man da die ganze Küche, Waschbecken, Kühlschrank. Also ich meine, für die Größe ist das schon echt richtig cool. Und jetzt kommt der nächste große Schritt. Die Polster sind fertig bezogen. Und ich fahre jetzt zum Schneider und hole die mal ab. Ihr könnt mal gespannt sein, was für einen Stoff ich da genommen habe. Der Stoff hier ist sogenannter Breitkord und ich finde den mega schön und der fasst sich halt richtig angenehm an. Ein bisschen ja, wie eine Mischung aus einer Kordhose und so einem Frotté-Handtuch, ganz cool. Und der war auch ziemlich günstig. Ich habe jetzt irgendwie für das Ganze irgendwie 50 Euro gezahlt ungefähr für den Stoff und 100 Euro, um die Bezüge nähen zu lassen. Aber der hat das auch richtig gut gemacht. Richtig schön hier Reißverschlüsse reingenäht und das Ganze auch nochmal auf der Rückseite umgenäht, dass das nicht ausfranst. Ja, das ist ein Handwerk, was ich ehrlich gesagt nicht kann, also nicht beherrsche, also so nähen, das habe ich mal ausprobiert, habe ich überhaupt nicht hinbekommen. Umso schöner, dass das jetzt fertig ist und jetzt geht es weiter mit dem Innenraum. Ich möchte jetzt hier noch solche Gepäcknetze an die Seite machen. Dafür habe ich mir Schnürsenkel gekauft in Schwarz, um das zu die Seiten zu machen und so ein kleines Netz, was in die Mitte kommt. Ich möchte tatsächlich morgen schon mit der ARPA aufbrechen und davor möchte ich noch zwei ganz wichtige Maßnahmen zum Fahrkomfort beitragen. Und zwar, ihr habt ja vielleicht, wenn ihr die letzten ARPA-Videos schon gesehen habt, beziehungsweise sehr alte ARPA-Videos gesehen, dass ich da viel herumexperimentiert habe mit dem Auspuff. Da ist ja so ein Polini-Resonanz-Auspuff montiert, aber mit einem zusätzlichen Endschalldämpfer. Und dieses Konzept ist überhaupt nicht aufgegangen. Das ist immer noch sehr laut, sehr sperrig. Und deshalb werde ich jetzt diesen Auspuff hier montieren. Der wurde mir empfohlen, das ist ein Auspuff von einer Vespa. Der geht so von 80 bis 110 Kubik, sollte also keinen großen Widerstand darstellen für die Abgase. Und anscheinend soll der trotzdem ziemlich leise sein. Und die Ansaugung, die werde ich auch umbauen von, jetzt gerade ist so ein Sportluftfilter montiert zur originalen Ansaugung mit auch diesem Ansaugrohr. Das ist nochmal ein bisschen aufwendig, aber ich denke, das würde sich ziemlich lohnen, sowohl für die Zuverlässigkeit als auch für die Lautstärke. So, das ist echt ein ganz schöner Trümmer. Da sieht der schon besser aus.
So, ich muss sagen, auch wenn das nicht ganz so einfach war mit dem Auspuff, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Die Ape läuft deutlich leiser und so gut wie jetzt sprang sie noch nie an. Also vielleicht hat das auch was mit dem Staudruck von diesem Auspuff zu tun. Ihr habt ja vielleicht gesehen, der ist hinten ja so noch so ein bisschen zugequetscht ganz am Schluss. Ich werde mal mich auf der Reise dann dazu entscheiden, ob ich das so lasse oder ob ich das noch ein Stück abschneide. Ich komme noch bei genug Freunden vorbei, die bestimmt einen Akkuflex besitzen. Aber ich denke, ich werde das erstmal so lassen. Ein bisschen Staudruck ist nämlich schon auch gut für so einen Zweitaktmotor. Jetzt nur noch die Ansaugung und dann ist wirklich auch alles von der To-Do-Liste abgehakt. Ich möchte morgen los, wir haben jetzt schon 11:30 Uhr. Wird mal Zeit, dass ich hier fertig werde. Ich habe mich ständig gewundert, wieso in so Foren die ganze Zeit stand, ja, dieses Ansaugrohr, das muss man auseinanderschneiden zum Rausbauen, das kriegt man gar nicht raus. Und dachte ich so, ja, wie soll ich das in einem Stück reinkriegen? Und jetzt habe ich auch verstanden, wieso das so schwierig ist. Man muss das da durchfädeln, durch so ein Loch im Rahmen. Und dann, wenn man das da durchgefädelt hat, ist es viel zu lang, um irgendwo durchzugehen. Ich habe es aber tatsächlich geschafft, das Rätsel zu lösen. Ich habe einfach den Dämpfer unten gelöst, also eine Schraube aufgemacht. Dann die Ape so weit hochgehoben, wie es ging. Und dann fällt irgendwann der Achsschenkel raus. Dann kann man es da einmal durchs Rathaus durch und dann unterm Dämpfer vorbei. Das hat geklappt. Richtig schön. Allerletzte Sache. Beim Lattenrost hatte ich noch ein bisschen Sorge. Hier ist ja so, dass ein Teil vom Lattenrost über diese Querstrebe hin und zurück gleitet beim Rein- und Rausfahren. Und damit die nicht hängen bleiben, hat mir der Daniel, richtig nett von ihm, diese Endkappen gedruckt. Die haben so eine Schräge, die habe ich entworfen, die hat er mir auf dem 3D-Drucker gedruckt. Und die passen wirklich so gut, dass man die einfach reinhauen kann in diese Rohre am Schluss. Sieht außerdem gut aus und dann besteht nicht die Gefahr, dass es hängen bleibt. Boah, ich kann schon fast nicht mehr reden, das ist so spät. Wird Zeit, dass ich ins Bett gehe, aber dann ist wirklich alles geschafft. Richtig gut. So, nächster Tag. Eine allerletzte Sache ist mir noch eingefallen. Und zwar der Ersatzkanister. Der darf natürlich nicht fehlen. Ich habe ja keine richtige Tankanzeige bei der Ape. Deswegen ist das auf jeden Fall für den Notfall richtig praktisch. Und ich habe jetzt einfach, ich hatte ja früher hinten am Überrollkäfig den Halter dafür. Den habe ich abgeschnitten. Die schweiße ich jetzt hier hinten drunter ran. Da habe ich einen guten Ort gefunden, wo das gut hinpassen sollte. Und dann gibt es die Probefahrt. So, die Probefahrt war relativ erfolgreich. Die Ape ist noch nicht optimal abgestimmt. Im Standgas geht sie leider manchmal aus, außer wenn Choke drin ist, dann läuft sie sehr zuverlässig. Ich weiß aber gar nicht, ob ich mich jetzt mit dem Problem noch riesig auseinandersetze oder ob ich einfach drauf losfahre und das vielleicht unterwegs löse. Wahrscheinlich letzteres. Werkstatt ist auch schon aufgeräumt, grob. Und jetzt nur noch packen und dann kann's losgehen. Crazy. Und wohin es geht, das sage ich gleich. Ich fahr! Wie ihr seht, es ist komplett dunkel und das ist auch der Grund, wieso ich nicht so weit gekommen bin, wie ich wollte. Das Licht an der Ape funktioniert nämlich nicht. Also die richtigen Scheinwerfer, es funktioniert nur das Standlicht.
Und dann ist auch noch die LED-Scheinwerfer oben auf dem Dach ausgefallen. Deswegen habe ich heute nur 30 Kilometer geschafft. Aber ich bin auch viel später losgefahren, als ich wollte. Und der Vorteil davon ist, ich habe noch neue Birnen für die Scheinwerfer vorne. Und Joey wird mir die morgen früh mitbringen. Dann treffen wir uns beim Bäcker. Sie bringt mir die Glühlampen mit. Und dann denke ich, dass ich in Zukunft auch mal fahren kann, wenn es ein bisschen dunkler ist. Aber eigentlich hatte ich eh geplant, lieber zu fahren, wenn es hell ist. Macht eh mehr Spaß. Und jetzt baue ich mal das Bett auf. Ich stehe hier so am Rand von so einem Wohngebiet. Aber es ist eigentlich ganz entspannt. Also so ausgefahren, das ist echt riesig hier drin. Wir sehen uns morgen früh. So, die 40 km/h kann ich gut halten. Wir laden gerade die Powerstation mit 4 Ampere und haben trotzdem 12,6 Volt. Das ist auch super. Windig ist es noch, aber es geht. So, das ist der zweite Spot der Reise. Wir stehen hier im Wald. Ich bin hier mit Joost, der war ja auch schon in Tunesien dabei. Und ja, wir sind hier südlich von Bremen. Die ersten 250 Kilometer von der Reise ungefähr sind geschafft. Die Anfahrt war ganz schön rough hierher, so im Dunkeln Offroad zu fahren mit der Arpe ist auf jeden Fall richtig aufregend. Das werdet ihr gleich nochmal ein bisschen besser sehen, wenn ich hier rausfahre bei Tageslicht. Und jetzt möchte ich euch auch verraten, wo es hingehen soll hier auf der Reise. Und zwar möchte ich es tatsächlich schaffen, mit der Arpe bis nach Italien zu kommen. Ich bin jetzt auch relativ optimistisch. Ein bisschen Startschwierigkeiten hatte ich ja. Und wenn ihr von der Reise nichts verpassen wollt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und macht's gut.